Die Challenge ist ja, kann man Musikvideos auch nur mit dem Handy filmen? Und ja, ihr braucht nur genügend Licht. Deine Hände sind wie Seide auf der Haut. Deine Augen sind so tief, man nicht ersauft. Du gibst mir das Gefühl, dass ich alles für dich bin. Dass die Fehler, die ich habe, keine sind. Ich war letztens auf Musikvideodreh und in der Umbaupause, wo wir am Set warten mussten, haben wir uns gedacht, okay, wir schießen mal ein Video mit dem iPhone, und die Alice hatte eine Demo da. Das hier ist ein iPhone 10, also nicht gerade das Neueste, und ich möchte euch mal ein bisschen meine Learnings teilen. Learning Nummer 1, wenn ihr mit Handys aufnehmt, nehmt euch genügend Licht mit. Und es muss gar nicht das teuerste Licht sein, ne? Es gibt auf Amazon relativ günstige und starke LED-Streifen, und diese Teile sind um einiges heller als die Baumarkt-LED-Teile. Und das Schöne ist, diese Teile können dir natürlich auch gewisse Augenreflexionen geben, ne? Wenn ich das hier mal so rein positioniere. Und etwas Ähnliches könnt ihr natürlich auch mit Sonnenbrillen in eurem Musikvideo machen. Und diese sehen als Tube Lights im Hintergrund auch richtig gut aus. Diese Teile brauchen allerdings ein Stromkabel, und wenn ihr eine akkubetriebene Alternative sucht, dann gibt es eigentlich nur eine, und das sind die Yongnuos, und die Yongnuos sind einfach super klasse. Ich habe den Link zu beiden mal unten in die Beschreibung gepackt. Learning Nummer 2 ist, neben dem Output an dem Licht sollte auch die Lichtsetzung relativ gut sein. Das bedeutet, eine klassische 3-Punkt- oder 2-Punkt-Beleuchtung wäre hier angemessen. Wir haben hier einmal das große Keylight, was uns quasi das Hauptlicht gibt von der einen Seite, also von links. Und dann haben wir hier noch ein kleines Panel zum Aufleuchten auf der anderen Seite. Und die zwei Stäbe da hinten, diese nur für Deko. Und das, was ihr natürlich immer an Set-Design haben müsst, ist ein schönes Set. Wenn ihr am Set seid, dann guckt, was euch stören könnte. Gerade das hier sind ziemlich reflektierende Flächen. Komm mal rum. Siehst du, wie viel Schmarrn hier drauf ist? Okay, kommen wir zu den Tipps für die Aufnahme. Ich habe das komplette Ding, was ich dir natürlich auch hier drüben verlinkt habe, komplett aus der Hand gefilmt. Rückblickend betrachtet war das nicht die beste Option, weil alleine mit einem normalen Handystativ, was ich irgendwie richtig gut festgehalten hätte, hätte ich viel smoothere Fahrten machen können, als an 4 Punkten irgendwie rumzuwackeln. Und deswegen würde ich euch auch das empfehlen. Holt euch einfach nur ein normales Handystativ, damit ihr das Ding richtig greifen könnt und langsame Bewegungen machen könnt. Aber das Ergebnis, was rausgekommen ist, ist ziemlich cool, und du kannst dir das hier mal angucken. Viel Spaß, Kameramagier, bis zum nächsten Mal. Ciao.